Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Amer und heute möchte ich euch erzählen, wie mit dieser Podcast weitergeht, wie die Pläne aussehen und auch zugleich möchte ich euch 30 Gedankengänge einfach mitteilen. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst uns starten. Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. Ja, worum geht's heute? Heute geht's nur darum, da ich einfach einen Migrantenhintergrund habe und ich die Flüchtlingsgeschichte erleben dürfte, beziehungsweise dass ich als Flüchtling hier nach Deutschland kam, habe ich mir gedacht, ich möchte euch 30 Gedankengänge eines 30-jährigen Flüchtlings mitteilen. Was ich über die 6 Jahre hier in Deutschland alles gelernt habe und was ich auch davor gelernt habe. Und auch zugleich möchte ich euch ein bisschen erläutern, wie mit diesem Podcast weitergeht, im Sinne von, wann werden die Folgen rauskommen, wie alles dann strukturiert wird und so weiter und so fort. Ich möchte aber erstmal anfangen mit den Gedankengängen und dann ganz am Ende sage ich was zu den Folgen, wann sie erscheinen und so weiter. Und wir fangen einfach direkt an mit dem ersten Gedanken und zwar, man lernt nie aus. Ich habe mir gedacht, als ich in meinem Heimatland war und einen Laden selber besaß und auch als Selbstständiger da war und schon ziemlich gut dran in meinem Beruf war, dass ich schon die Welt besaß. Aber danach, als ich einfach wie ins kalte Wasser geschmissen wurde und geflüchtet bin, musste ich schon herausfinden, dass das nicht wirklich ist, sondern dass man noch jede Menge im Leben lernen kann. Und irgendwann habe ich das einfach zum Kenntnis gewonnen, dass man nie auslernt. Und was ich dir sagen möchte, denke nie, dass du gut genug bist. Es wird immer und immer wieder Menschen geben, die besser als du wissen oder mehr als du. Also, man lernt nie aus. Und das ist mein Motto im Leben. Zweiter Gedankengang, alles zu deiner Zeit. Was ich dir damit sagen möchte, irgendwie, ich glaube an dem Schicksal. Aber nicht wie die Leute Schicksal so darstellen, dass man nichts tun darf oder kann, sondern dass alles vorbestimmt ist. Nein, ich meine damit, dass man manchmal Sachen tut und alles gibt, aber trotzdem nicht zum Ziel kommt. Und dann auf einmal, ohne große Überlegung oder wirklich eine gewisse Strategie, um ans Ziel zu kommen, kommt man einfach. Und das ist mir tatsächlich persönlich bei der Flucht passiert, als ich öfters mal versucht habe, an eine Grenze quasi zu einem anderen Land zu laufen, die Grenze zu überschreiten, natürlich illegal, immer wieder nicht geklappt hat und dann einfach tagesüber ohne große Anstrengung, ohne dass man irgendwas wirklich an den Tag gelegt hat, könnte ich einfach die Grenze mit großer Leichtigkeit überschreiten. Es ist alles Mindset-Sache. Und so lautet mein dritter Gedankengang. Ich meine damit, dass all die Glaubenssätze, die wir im Kopf haben, ich kann nicht schwimmen, ich kann kein Unternehmen aufbauen. Nein, selbstständig ist nicht für mich. Ich kann nur kochen, backen kann ich nicht. Ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu groß, ich bin zu klein. Und all diese Dinge, wenn ich daran 1% geglaubt habe, wo ich in einem Schrott, so wirklich ein Schrott-Gummiboot im Mittelmeer war, wenn ich nur eine Sekunde geglaubt habe, dass dieses Boot uns übers Meer von der Küste von der Türkei nach Griechenland nicht bringen konnte, dann wäre ich, glaube ich, jetzt nicht hier.
nämlich wäre ich ertrunken. Ich war wirklich so überzeugt davon, dass wir trotz all diese Sachen, die dagegen gespielt haben und die uns wirklich keine große Hilfe verschaffen haben, so überzeugt, dass wir trotzdem schaffen. Und das hat tatsächlich geklappt. Oder ein anderes Beispiel. Als ich nach Deutschland kam und dann mir gedacht habe, okay, ich möchte in diesem Land bleiben, aber gesagt habe, boah, Deutsch lernen, das ist zu schwer, dann hätte ich höchstwahrscheinlich diesen Podcast-Folge jetzt nicht drehen können. Also, alles fängt im Kopf an. Mein vierter Gedankengang lautet, habe kein Scheu oder Scham, Neues zu lernen. Als ich nach Deutschland kam und feststellte, ich muss mit den Menschen kommunizieren, also ich muss die Sprache lernen. Das war sehr lustig, denn ich hatte keine Ahnung von Deutsch und von Deutschland. Und ich wusste nur, dass die Deutschen Deutsch reden. Und ich konnte vielleicht, als ich in meiner Heimat war, ich liebe dich sagen. Mehr aber auch nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, ich muss was tun. Ich muss was tun, um die Lage zu ändern. Und ich werde die Sprache auch lernen. Obwohl ich vielleicht 24 war oder 25 und ich einfach nichts oder beziehungsweise als ich in meiner Heimat war, nicht nötig hatte, andere Sprachen zu lernen, weil ich konnte mich überall verständigen, verständlicherweise, da ich in meinem Land war und mir ging es auch zu dieser Zeit auch gut, aber als ich dann das erleben durfte, dass keiner mich versteht und ich möchte aber verstanden werden, dann musste ich feststellen, dass ich unbedingt was Neues lernen muss. Oder als ich gemerkt habe, okay, es geht jetzt hier mit meinem ehemaligen Beruf nicht mehr in Deutschland, dann habe ich auch dazu gelernt und habe gesagt, okay, ich lerne was Neues. Und dann habe ich eine zweijährige Ausbildung im Bereich Fitness gemacht. Also habe keinen Scheu, habe keinen Scham, was Neues zu lernen. Der Ehrgeiz zahlt sich immer aus. Warum sage ich das? Ehrgeiz kann man sich auf viele verschiedene Ebenen beziehen. Es muss nicht nur körperliche Anstrengung sein oder Studiumabschluss oder eine Summe auf einem Bankkonto sein. Es kann nur ganz einfache Sachen sein. Es kann einfach nur sein, dass du dreimal die Woche zum Fitnessstudio schaffst oder zum Schwimmbad, dass du dein Fitness, deine Gesundheit was Gutes tust. Und das zahlt sich immer aus. Wenn du in einer Sache gut bist und du da dran bleibst, dann wirst du die Ergebnisse immer merken. Es gibt keine Aktion ohne Reaktion und es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Also, wenn du an einer Sache dran bleibst, dann wirst du auch das Ergebnis immer sehen. Mein sechster Gedankengang lautet, gebe wie viel du kannst. Ich meine damit, dass du einfach Sachen anderen Menschen geben solltest. Es muss aber nicht immer material sein. Es könnte auch emotional sein. Es könnte einfach eine leichte, ganz einfaches Guten Morgen mit einem großen, schönen Lächeln sein. Es könnte eine Unterstützung sein bei einem Umzug. Es könnte einfach nur sein, dass du dazu dich hinsetzt und auf die Schultern klopft und sagst, du schaffst das. Und das Wichtigste auch, dass man nie was dazu erwartet. Ich habe dir beim Umzug geholfen, also du musst mir helfen. Klar ist schön, wenn man das macht, aber erwarte nichts, sondern gebe einfach aus Großzügigkeit. Gebe ohne nie was zu erwarten, weil du wirst mit Sicherheit das zurückbekommst, was du anderen gegeben hast. Es muss nicht immer von den gleichen Personen sein,
aber das wird auf jeden Fall zurückkommen. Mein sechster Gedankengang ist ein deutsches Sprichwort: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich musste ja übers Meer von der Türkei nach Griechenland. Und da haben wir dreimal versucht, um dahin zu kommen. Nur das war nicht einfach so, weil, wie ich vorhin erzählte, das war mit einem Boot, was überhaupt nicht dazu gemacht ist. Da haben die Schmuggler einfach irgendein Ding genommen, da dran ein Motor dazu montiert und dann haben die gesagt, nach dem Motto, ob ihr stirbt oder nicht, das ist uns scheißegal, Hauptsache ihr gebt uns das Geld, wir geben euch das Mittel, was euch vielleicht dahin bringt und dann ihr fährt einfach. Ja, vielleicht könnte man sagen, das ist naiv, das ist gefährlich, das ist. Aber am Ende des Tages, alle, die in diesem Boot waren, ungefähr 25 Menschen, die hatten nur eine einzige Hoffnung. Ich möchte übers Meer und ich möchte es schaffen. Und obwohl sie zweimal den Tod augenscheinlich gesehen haben, haben die nicht aufgegeben, weil die sich was gehofft haben. Also, wenn du immer die Hoffnung hast, dann wirst du an deine Sache so fest klemmen, bis du es schaffst, weil du siehst etwas, was die anderen gar nicht sehen. Und das ist das Schöne daran. Mein achter Gedankengang lautet: Was heute ein Neuland erscheint, kann morgen eine langweilige Routine sein. Als ich in dem Fitnessstudio angefangen habe, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, war ich an dem ersten Tag so sehr aufgeregt, so dass ich fast die ganze Zeit nichts gesagt habe, außer Hallo, Tschüss und Dankeschön. Und das war für mich so aufregend und interessant und zugleich eine große Herausforderung, weil das war für mich einfach ganz neu. Ich habe zwar davor auch in Deutschland gelebt und Sprache einigermaßen gelernt, aber das war für mich ein ganz anderes Level. Ich bin jetzt da und ich kann handeln. Aber das war trotzdem etwas Neues. Und wir sind immer skeptisch bzw. aufgeregt Sachen gegenüber, die uns in dem ersten Moment nicht klar erscheinen, neu erscheinen. Aber dann mit der Zeit, nachdem ich mir Mühe gegeben habe, immer wieder versucht habe, voranzukommen, dann war das für mich einfach Peanuts. Egal, ob ich zum Studio gehe, egal, ob ich irgendwo anders bin, ich kann das. Und das ist wichtig, wenn man neue Sachen beginnt. Das ist vorübergehend. Diese Aufregung ist vorübergehend. Diese Skepsis ist auch vorübergehend. Denke immer daran, wenn du was Neues beginnst. Und du wirst es, und du wirst 100% schaffen. Anerkennung ist Gift für seine Anhänger oder für ihre Anhänger. Was meine ich genau damit? Anerkennung ist schön. Wir möchten auch anerkannt werden. Wir möchten immer Lob bekommen. Wir möchten Zuspruch bekommen. Und das freut uns. Das ist unsere Menschlichkeit ist einfach so gemacht. Wir sind so ausgelegt, dass wir einfach danach auch streben, dass jemand sagt, boah, Amir, du machst einen richtig coolen Podcast. Das würde mich einfach freuen. Aber, und ich sag's ganz vorsichtig, dass Anerkennung manchmal auch eine Krankheit wird. Dass man gar nicht auf sich und auf sein Bewusstsein achtet, sondern der wird nur oder sie wird nur abhängig von diesem Lob und von dieser Anerkennung. Wenn ich nicht anerkannt werde und wenn ich kein Lob bekomme, dann mache ich alles falsch. Und ich kann dazu nur sagen, guck mal, wie oft ganz viele Persönlichkeiten über die Menschengeschichte erstmal nur das Gegenteil bekommen haben, nur abgelehnt wurden, nur hier und her geschoben sind, schikaniert worden oder sonst was und trotzdem die da dran geblieben sind.
Und auch sogar den Zuspruch oder das Lob auch gar nicht in deren Leben bekommen haben, sondern viel später danach. Und trotzdem sind sie dran geblieben und haben die nicht nach Anerkennung gesucht. Also suche nicht immer nach Anerkennung. Lass die Glaube in dir dich weiter treiben. Und das ist das Wichtigste. Keine halben Sachen. Ich liebe diesen Spruch. Ich finde es sehr wichtig, dass wenn man etwas tut, dass man das Ganze zu Ende bringt. Aber auch zugleich, wenn du merkst, du machst etwas, aber du bist da drinnen nicht gut oder du wirst auch das Ding nicht zu Ende bringen, dann du darfst aufhören und das ist keine Schande. Du darfst aufhören und einfach was Neues beginnen. Mach nichts halbherzig, weil alles, was so halb gemacht wird, wird halb ankommen und wird nie lang anhalten. Egal, ob das jobmäßig ist, egal, ob das eine Beziehung ist, egal, ob das ein Mahlzeit ist, dann wird dir auch ganz bestimmt nicht gut schmecken. Und im schlimmsten Fall wirst du das Essen auch, wirst du die Mahlzeit irgendwann auch nicht zu Ende bringen. Mach keine halben Sachen. Soziale Netzwerke aufbauen. Nein, ich meine damit nicht Facebook, Instagram, TikTok und Co. Ich meine damit wirkliche soziale Netzwerke aufbauen. Mit Menschen reden. Kommunizieren, unter Leuten kommen. Weil, wenn man starkes Netzwerk hat von Menschen, die auch etwas bewegen wollen, dann wird man auch dadurch ganz viel erreichen. Und du wirst auch an dein Ding schneller vorankommen, als du denkst. Weil du kennst XY, der in dem XY-Unternehmen arbeitet, der dir etwas vielleicht jobmäßig arrangieren kann. Oder was anderes, muss auch nicht immer Job sein, es kann auch was anderes sein. Aber soziale Netzwerke, ein sehr wichtiges Thema. Nur das Ding, man muss auch fähig dazu, sozial zu sein. Und sozial bedeutet, dass du gut kommunizieren kannst, dass du auf Leuten zugehen kannst. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Denn ohne, dass ich immer wieder diesen Sprachcafé aufgesucht habe in meiner Stadt, hätte ich die Sprache nie so schnell lernen können und hätte ich auch vielleicht meine Ausbildung bzw. viele anderen Sachen nicht so schnell bekommen können. Das habe ich nur hinbekommen, weil ich viele Menschen auf meinem Weg kennengelernt habe, weil ich irgendwann mir gesagt habe, du musst Menschen kennenlernen. Und deinen Kontakt mit denen auch pflegen. Deswegen soziale Netzwerke ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Ein Spruch, der von meinem Mentor immer wieder gesagt wurde und woran ich glaube, dass wir alle alles in unserem Leben bestimmen können. Klar, es gibt Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Ein weiser Mann hat mal gesagt, alles gar nicht beeinflussen, außer meinen Namen. Denk darüber nach. Ich kann mich damit, mit dieser Aussage, kann mich gut identifizieren. Es gibt allerdings auch gewisse Sachen, wo ich sage, doch, es gibt Sachen, nicht, die ich nicht bestimmen kann. Aber ich kann dazu nur sagen, doch, es gibt aber vieles, was du bestimmen kannst. Und wenn du aber nur daran glaubst, dass du alles in deinem Leben kreieren kannst, nach deiner Vorstellung, nach deinen Regeln, dann wirst du auch dahin kommen, woran du glaubst. Hier und jetzt ist wichtig für die Zukunft. Es wird die ganze Zeit propagiert, dass man das Hier und Jetzt genießen soll und dass man nicht die ganze Zeit in Zukunft hängt und dass man alles für die Zukunft tut, sondern man muss den Moment genießen, wenn man mit der Familie ist, wenn man mit den Kindern ist und. Und die Zukunft einfach stehen lassen, weil es noch nicht passiert ist und so weiter. Aber ich sage, du musst das Hier und Jetzt genießen beziehungsweise so gut wahrnehmen, dass du deine Zukunft auch gut gestalten kannst. Weil wenn man in einer irrealen Welt lebt, Zukunft ist immer noch irreal, etwas, was noch nicht existiert ist, dann
verliert den Bezug zum realen Leben. Und das ist das Problem daran. Natürlich kann man träumen, kann man Visionen haben, aber man soll immer und wirklich immer den Bezug zum realen Leben, zur Wirklichkeit, immer in Hand haben und die Zeit genießen und auch natürlich in Hier und Jetzt und was ich in meinem Hier und Jetzt mache, benutzen, um für die Zukunft zu planen. Denn wenn ich mir damals gesagt habe, okay, ich träume, dass ich irgendwann einen guten Job habe in Deutschland, aber das Hier und Jetzt einfach komplett außen vor einfach gelassen habe und gar nicht daran gedacht habe, dann bin ich wahrscheinlich immer noch so einer, der auf dem Couch hockt und denkt, ja, das wird schon irgendwann. Die werden auf mich zukommen und mich einstellen und dann bin ich glücklich. Aber das wird leider nicht passieren. Also bleib in Hier und Jetzt und behalte alles im Auge und schaue dann nach vorne. Lächeln, lächeln, lächeln. Das ist sau wichtig. Leider Gottes sind wir heutzutage so sehr rein versunken in unseren Gedanken, sodass wir einfach komplett vergessen, dass wir ein schönes Lächeln haben, dass wir lächeln können. Ich sage nicht, dass du jeden auf der Straße oder in der Bahn oder im Restaurant oder sonst wo lächeln solltest. Schön wäre es, weil wenn du es machst, dann würdest du auch zurückbekommen. Aber glaub mal, wenn du einfach nur lächelst, dann lächelst dir das Leben zurück. Und du wirst einfach dich wohler fühlen. Ich kann dir nur aus meinem Alltag in meiner Arbeit sagen, dass ich einfach manchmal gar nicht die Menschen anspreche, sondern nur anlächle. Und die lächeln mir zurück. Einfach nach dem Motto, hallo, guten Morgen oder tschüss. Und dieses Lächeln gibt dir so viel Energie, dass du den ganzen Tag einfach nur das tun könntest. Also lächeln und jetzt vielleicht, wenn du mir zuhörst, beim Lächeln sagen, vielleicht lächelst du. Halte deinen Geist und Körper fit. Damals, als ich in dem Asylheim war und nichts zu tun hatte, außer zu warten, bis die Bürokratie irgendwann zu Ende geht und über meinen Fall entschieden wird, bin ich in eine leichte Depression gefallen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich konnte die Sprache auch nicht. Ich hatte kein Geld und ich saß nur da. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich mich in ein Fitnessstudio anmelde. Und seitdem ging es mir einfach oder geht mir immer gut, weil ein gesunder Körper kann den Geist so sehr beeinflussen, dass der auch gesund wird. Abgesehen davon, dass es tausendmal bewiesen ist, wenn man etwas sportlich macht beziehungsweise sportliche Anstrengung tätigt, dass ganz viele Ausfallprodukte abtransportiert werden und Stresslevel abgesenkt wird und. Ich sage nur, tue etwas für deinen Körper, denn dadurch wird dein Geist profitieren. Genau im Gegenzug. Tu was für deinen Geist, dann wird dadurch dein Körper profitieren. Persönliche Entwicklung hat keine Grenzen. Ja, ich kann es nur bestätigen, denn ich habe es am eigenen Leib erfahren. Und zwar in verschiedenen Hinsichten. Sogar, dass ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung oder mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Charakter und so weiter und so fort, bevor ich hier war, gar nicht befasst habe, weil ich der Meinung war, dass alles gut ist. Aber erst dann, als ich Deutsch gelernt habe und dann durch einen Zufall auf ein Video gegangen bin, wo über Glaubenssätze gesprochen wurde, mir erstmal diesen Begriff überhaupt geläufig geworden. Das heißt, ich wusste nicht, wie es ist, was
Persönlichkeit ist, was wirklich Charakter und Glaubenssätze und was die in den Menschen beeinflussen und was sie in einem machen. Und nachdem ich dann mich damit befasst habe und coolerweise würde ich sagen, auch auf Deutsch sogar, also gar nicht auf meine Muttersprache, dann habe ich so viel dazu gewonnen, dass ich ganz genau weiß, es gibt keine Grenzen. Du kannst auch auf Deutsch oder auf eine andere Sprache, die nicht deine Muttersprache ist, etwas Neues lernen, Bücher lesen oder hören oder gar etwas ganz Neues erfahren und lernen. Es muss nicht immer alles auf dieselbe Art und Weise, auf dieselbe Muttersprache, auf. Es kann was ganz anderes sein. Und wie ich vorhin sagte, alles ist Kopfsache. Du hast immer in deiner Hand. Sprachen lernen öffnen neue Türen. Ich will nur damit sagen, was ich in dem 6. Gedankengang gesagt habe, dass ich durch Deutsch lernen ein Kenntnis gewonnen habe, was meine ganze Persönlichkeit beeinflusst hat. Ich hätte es natürlich auch vielleicht auf meine Muttersprache lernen können, aber das war umso cooler, dass man einfach auf eine weitere Sprache das kennengelernt hat. Und wie es bekanntlich ist, jede Sprache denkt anders. Und nicht alle Menschen auf dieser Erde denken genau gleich, haben die gleiche Kulturerbe, haben die gleichen Traditionen und so weiter und so fort. Und das macht die Menschen aus. Und wenn man das die Möglichkeit hat, auf eine andere Art und Weise zu denken oder denken zu dürfen, dann soll man das bitte nutzen, denn dadurch öffnen sich neue Horizonte. Und dann profitiert man von diesem unendlichen Mehrwert. Integration bedeutet Kommunikation. Unsere Sprachlehrerin damals im Sprachzentrum hat gesagt, Leute, und da konnten wir einigermaßen Deutsch, sodass wir verstehen können, was sie sagt. Leute, lernt Deutsch, aber lernt gut Deutsch, damit ihr vorankommt. Es kann auch oder jeder könnte sagen, ja, lern Deutsch, aber gut. Aber damals hat die Lehrerin das wirklich sehr ernst gemeint. Die hat uns jeden Einzelnen so angeguckt, als wären wir ihre Kinder gewesen. Und die hat uns das so ans Herzen gelegt, dass ich einfach mir das zum Herzen genommen habe und gedacht habe, das muss was dran sein. Und ich habe es dann später verstanden, was sie meinte. Ich habe genau gewusst, was oder warum ich gut Deutsch lernen soll. Und Kommunikation bedeutet, weil ich finde das so großartig, dass ich über meinen Podcast mit euch kommunizieren kann. Obwohl wir vielleicht höchstwahrscheinlich ein paar Gemeinsamkeiten haben, aber nicht viele. Aber eine dieser Gemeinsamkeiten, und das ist das Entscheidende, die Sprache, wir können miteinander kommunizieren. Und deswegen kannst du mich verstehen. Und kannst du mich nicht nur verstehen verbal, sondern du kannst mich emotional verstehen, was ich damit meine. Und das ist einfach großartig. Wir haben es in Deutschland besser, als wir denken. Leider Gottes herrscht hierzulande ein großes Problem, meiner Meinung nach. Und zwar das Rumjammern. Hier, heute ist zu heiß, morgen ist zu kalt, ich bin dieses Jahr gar nicht in den Urlaub geflogen oder gefahren, mein Haus muss renoviert werden, ich habe wenig Kohle, ich muss 6 Stunden, beziehungsweise ich muss Überstunden machen und. Ich meine, ich hatte es auch gut in meiner Heimat. Aber als alles durcheinander ging und man gar nicht mehr wusste, ob, wenn man zur Arbeit geht, nochmal nach Hause heile kommen kann, hat mein Lebensbild einfach so sehr verändert. Leute, wir dürfen hier alles. Ich sage,
Ich sage das nicht, damit ihr sagt, okay, Gott sei Dank, ich jammere nicht mehr rum. Klar, das ist einfach, das liegt in Natur der Sache, dass wir einfach ein bisschen so jammern, das ist auch nicht schlimm. Aber vielleicht nur ein bisschen Dankbarkeit zeigen, dass uns so gut geht. Über 2 Milliarden Menschen haben kein Trinkwasser. Millionen von Menschen müssen jährlich fliehen aus deren Heimat. Ganz viel Armut, ganz viel Kinderarbeit, ganz viele Dinge passieren in dieser Welt unfair. Und wir hier jammern, weil wir nur einmal in den Urlaub geflogen sind oder gar nicht. Vielleicht nur ein bisschen zum Nachdenken. Und ihr müsst eins nicht vergessen, ich spreche von meiner Aussicht, von meiner Betrachtung. Weil ich habe schon etwas auf der Flucht gesehen, habe vielleicht, was die meisten von euch nicht gesehen haben, beziehungsweise 99%. Und ich wünsche euch, dass ihr sowas nie im Leben seht. Mein 20. Gedankengang lautet, gebe dir die Chance, nochmal zu versuchen. Ich bin 1000-mal gescheitert, wenn ich irgendwo auf der Straße jemanden auf Deutsch angequatscht habe. Weiß nicht, wie oft das mir passiert ist. Jetzt vielleicht sagt man, wie hast du jemanden angequatscht? Einfach so? Ja, einfach so. Warum? Ja, weil ich kommunizieren möchte. Weil ich irgendwie fragen will, wohin geht es zum Bahnhof oder wie komme ich zu der Haltestelle oder wie spät es ist oder. Und manchmal konnte ich die Sachen über die Lippen nicht bringen und gar nichts sagen. Und dann sage ich in meinem gebrochenen Deutsch Entschuldigung und haue ich wieder ab. Ich habe es aber versucht und zwar immer wieder. Das Problem ist, du kannst es natürlich auf allen Ebenen übertragen. Das Problem ist eben, dass wir manchmal denken, okay, ich habe versucht einmal und es hat nicht geklappt, dann okay, dann ist Ende, fertig, aus, mache ich nicht mehr. Und das darf nicht passieren, gerade wenn die Sachen wirklich essentiell wichtig sind. Es gibt viele Menschen, die aus Scham einfach nicht versuchen, andere Sprache zu sprechen, obwohl sie es können. Aber die haben eine Unterhaltung geführt, wo sie irgendwie Artikel nicht benutzt haben oder einmal der Gesprächspartner gesagt hat, bitte wiederhole, ich habe nicht verstanden. Dann haben sie sich zu Tode geschämt und zu sich gesagt haben, nee, auf diese Sprache rede ich nicht mehr. Und das ist schade. Gebe dir immer eine zweite Chance und dritte und vierte und fünfte und versuche. Es gibt Träumer und Macher und etwas dazwischen. Es gibt ganz viele Menschen, die nur träumen und nichts machen, die sagen, ich möchte das und dies und jenes und aber zum Tun kommen sie leider nicht. Und die wünschen sich immer nur Sachen und die träumen davon. Und deswegen heißen sie Träumer. Es gibt aber auch Macher, die gar nichts sagen, sondern die machen einfach. Die tun, die kommen immer ins Tun und du siehst, dass sie einfach nur am Machen sind. Von hier und da und so weiter. Und ich möchte meinen, dass dazwischen auch etwas sein kann. Weil diese zwei Lager, die streiten sich immer. Dass man nicht träumen soll, sondern dass man machen soll. Und die anderen sagen, ja, träumen darf man auch. Und manchmal klappen die Dinge nicht richtig und deswegen kommt man nicht ins Machen und so weiter. Ich finde, Träumen ist schön, um ins Machen zu kommen. Träumen ist schön, um vielleicht ganz kurz eine Pause von der Realität zu bekommen. Ich finde es schön, weil Träumen einfach ein Ding ist, was unsere Menschheit zu dieser Entwicklung gebracht hat. Und deswegen, man darf träumen, aber nicht zu viel. Und man soll immer daran denken, träume deswegen, weil ich etwas realisieren
will. Sei ein aktiver Zuhörer. Ich kann dir nur sagen, dass ich nur dadurch so viele Menschen kennengelernt habe, die meine Nähe gerne gehabt haben. Nur weil ich aktiv zuhöre. Ich meine damit, dass du nicht nur die ganze Zeit nichts sagst und nur darauf fokussiert bist, einfach aufzunehmen, was dein Gesprächspartner sagt, sondern dass du etwas dazu sagst. Und zwar was Passendes dazu, was man eben gesagt hat, beziehungsweise dein Gesprächspartner. Und dass man vielleicht zum Rat auch zur Seite steht. Oder manchmal auch gar nicht. Manchmal wollen die Leute nur zugehört werden und keinen Rat haben wollen, keinen Spruch oder sonst was. Die wollen nur zugehört werden. Und wir Menschen, wir merken ganz schnell, wer wirklich zuhört und wer tut als ob. Und das ist ein Unterschied. Also wenn du wirklich Freunde gewinnen möchtest, dann höre aktiv zu. Das ist sehr wichtig, denn heutzutage leider gibt es so viele Menschen, die am Handy sind und gleichzeitig sagen, ja, ja, ja. Und wenn du denen sagst, wiederhole bitte den letzten Satz, dann kommen sie zum Stottern. Also das Glück liegt in der Unvollkommenheit. Das ist ein Spruch, was ich von einer jungen Dame beigebracht bekommen habe. Und zwar diese These, diese Aussage hat ihren Ursprung in der portugiesischen Sprache. Das Glück liegt in der Unvollkommenheit. Wenn man diesen Satz einfach sich selber 2-3 Mal wiederholt hat, dann versteht man sofort, worum es geht. Es geht um Perfektion. Man muss nicht perfekt sein. Ich muss nicht perfekt Deutsch sprechen, damit ich überhaupt einen Podcast mache. Klar, ihr müsst mich verstehen. Ihr sollt mich verstehen. Und nicht, dass ihr quasi Deutsch von mir hört und euch so sehr anstrengt, dass ihr gleich nach einer Minute die Folge wieder schließt. Nein, aber es gibt dieses Perfektsein nicht, weil wir Menschen nicht perfekt sind. Das ist unsere Natur. Und die nach perfekt suchen, die werden noch 100 Jahre suchen und die werden leider Gottes nichts finden. Also, wenn du etwas unvollkommen hast, wenn du etwas, wo du denkst, ich habe es bis zu 90% zu Ende gebracht, dann zeige es. Es kann sein, dass die anderen denken und wahrnehmen, als hättest du das zu 100% geschafft. Das Glück liegt in der Unvollkommenheit. Sehr schöner Spruch. Sei der Mensch, dem du gerne begegnen möchtest. Ich weiß, tausende Motivatoren und Lebensberater und so weiter und so fort würden genau diesen Spruch sagen. Aber ich denke, für mich ist das so wichtig, weil ich kann in meiner Fluchtgeschichte über so viele Situationen reden, wo ich mir ein bisschen Empathie oder ein bisschen Hilfe oder ein bisschen Mitgefühl gezeigt bekommen hätte. Leider war es aber nicht. Und ich meine, jeder von euch möchte immer mit einem Lächeln begegnet werden, beziehungsweise jeder von euch möchte immer mit einem Lächeln begegnet, mit einem Hallo und einem freundlichen Hallo begegnet. Und das ist einfach schön. Und genau wie du empfangen werden möchtest, sollst du auch anderen empfangen. Und das möchte ich einfach nur mit auf den Weg geben. Mein 26. Wir sind fast am Ende. Mein 26. Gedankengang lautet, es geht nicht, ist eine Lüge. Also an sich dieser Satz, es geht nicht, ist einfach eine Lüge. Was meine ich genau damit? Es ist einfach so, dass damals vielleicht für 150 Jahren oder 170 Jahren
gesagt worden ist, es geht nicht, dass wir fliegen. Das ist unrealistisch. Es geht nicht, dass du Lehrer werden kannst. Du hast die Voraussetzungen dafür nicht. Es geht nicht, dass du einen Marathon über 42 Kilometer laufen kannst. Schau dich mal an und. Und da kann ich mich nur auf die auf den Gedankengang Nummer 3 beziehen. Es ist alles Mindset-Sache. Es ist alles Kopfsache. Also denke nicht, dass du irgendwas nicht schaffen kannst. Alles geht. Nur im Kopf erstmal das befestigen, dass es alles geht. Und das habe ich mir ganz genau so gesagt. Es geht zu 100%, dass ich Deutsch können werde. Und das habe ich auch geschafft. Es geht, dass ich auch gut Geld verdienen kann. Und das würde ich auch schaffen. Es geht, dass ich so viele Menschen Mehrwert anbieten kann. Und das habe ich und das würde ich auch weiterhin tun. Aber vor 5 Jahren hätte keiner sagen, möchten, wollen, können, dass ich das hinbekomme. Aber das geht. Ausreden sind einfacher als Lösungen. Ich könnte ganz einfach sagen, ich habe heute nicht geschafft, meine Hausaufgaben zu machen, weil ich Kopfschmerzen hatte. Aber eine Lösung dafür zu finden, warum mein Kopf weh tut, weswegen ich die Hausaufgaben aussetze, denke ich nicht. Es geht hier um die Komfortzone. Möchte ich meine Komfortzone verlassen und eine Lösung für meinen Kopfschmerzen finden? Oder möchte ich einfach nur eine Ausrede dazu irgendwie kreieren, damit ich nicht da ins Machen komme? Ich bleibe in meiner Komfortzone und ich lasse meinen Kopfschmerzen mich nerven und mich meine Aufgabe nicht machen lassen, oder ich versuche meinen Körper zu fragen, was fehlt dir denn, weswegen du jetzt Kopfschmerzen hast. Nur zum Nachdenken. In den dunkelsten Momenten ist entweder das Ende oder die neue Geburt. Ganz viele Menschen würden sagen, zu motivieren, alles, was mich nicht umbringt, bringt mich weiter und so weiter. Ja, das ist alles schon schön und gut, aber es kann anders laufen. Ich habe es schon erlebt, wo es in den dunkelsten Momenten auch nicht mehr ging und dass es doch das Ende kommt und dass jemand einfach stirbt oder etwas verliert, womöglich er danach dann sein lebenslang eingeschränkt wird. Oder ich habe es auch erlebt, wie in den dunkelsten Momenten wieder etwas belebt wird, dass wir weiterkommen. Und das war es einfach in dem Moment, wo wir 3 Tage in einem Wald geschlafen haben und nicht wussten, wo wir überhaupt sind und wir fast die Hoffnung verloren haben, dass jemand kommt und uns abholt. Und dann kam dieser Mensch, aber viel zu spät, aber nur kam. Aber auch andere Situationen, wo eine Stadt so dermaßen bombardiert wurde, dass viele Frauen und Kinder ums Leben gekommen sind und nicht heile rausgekommen sind. Also, es muss nicht immer, wenn es dunkel ist, danach Sonnenstrahlen kommen. Hand auf Herz. Bist du zufrieden mit dir selbst? Ich sage das, weil ich die ganze Zeit in den letzten vielleicht 2 Jahren oder 3 Jahren
oder anders gesagt, ich bin in Deutschland seit 6 Jahren und ich denke, die ersten 3 Jahre waren für mich überhaupt nicht zufriedenstellend. Waren alles andere als schön und fröhlich. Denn ich war immer in diesem Kampf mit mir selbst. Wie kommst du hier weiter? Wie schaffst du es überhaupt, deine Vision zu realisieren? Wie möchtest du überhaupt das machen? Obwohl ich, was auch in der Zwischenzeit, auch da, wo ich nicht zufrieden mit mir war, schon vieles erreicht habe. Aber ich habe einfach ganz, ganz vorne, beziehungsweise ganz in Zukunft gedacht, wie ich weiterkomme, obwohl ich hätte einfach an das, was ich gemacht habe, oder an dem, was ich gemacht habe, festhalten sollen und das feiern sollen. Das habe ich alles nicht gemacht. Ich war einfach so sehr vertieft in meinen Gedanken, oh, wie mache ich das jetzt, wenn diese Maßnahme fertig ist? Wie komme ich weiter? Wie schaffe ich dann die Prüfung? Wie schaffe ich dann diesen Test? Und. Obwohl ich gar nicht noch dazu kam. Ich war die ganze Zeit in der Zukunft, obwohl ich gerade mal eine richtige Ergebnisse erzielt habe in meinen Prüfungen. Und das hat mich weitergebracht, aber da war ich nicht. Da war ich woanders. Ich war wieder in meiner irrealen Welt, wo ich vorhin gesagt habe, hier und jetzt ist elementar wichtig. Also sei zufrieden mit dir selbst, indem du das Hier und Jetzt genießt und wahrnimmst. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und mein 30. Gedankengang lautet, verurteile keinen Menschen. Du steckst nicht in seinen genau. Ich möchte damit sagen, guckt jetzt zum Beispiel, ich könnte einfach nicht mehr reden. Ich könnte einfach das Wort nicht mehr aussprechen, aber trotzdem mache ich weiter. Es ist egal. Ich wollte einfach sagen, verurteile keinen Menschen, du steckst nicht in deren Haut. Aber es kam einfach ein Aussetzer. Und das ist auch normal. Ich kann danach weiterreden. Und da ich weiß, dass ich nicht vollkommen bin und perfekt bin, dann kann ich weitermachen. Und es ist auch gut so. Versuche keinen zu verurteilen. Das kann ich dir nur so sagen. Das ist so wichtig für deine Einstellung im Leben. Denn genauso wie du Menschen verurteilst, ohne sie zu kennen, wirst du auch verurteilt, ohne dass du es weißt. Aber wenn du es schon mal machst und keinen Menschen verurteilst, dann wirst du dadurch so viel Liebe gewinnen. Aber nicht von anderen, sondern von dir selbst. Du wirst dich mehr lieben. Du wirst Liebe von dir selbst bekommen und sie auch verspüren. Versprochen. Ich wusste nicht, dass meine Gedankengänge so lange brauchen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in dem, was ich gesprochen habe. Und das waren jetzt 1 Stunde und 10 Minuten, fast 70 Minuten. Ich versuche da einfach vielleicht die Folge einfach zu teilen, auf 2 Teile und euch nach und nach hochzuladen. Ich hoffe, du konntest davon was mitnehmen und mich vor allen Dingen gut verstehen. Und wenn du es nicht getan hast, beziehungsweise wenn du etwas nicht verstanden hast, dann würde ich mich ungemein riesig freuen, wenn du mich einfach anschreibst auf Instagram, auf mein E-Mail oder andere Netzwerkkanäle. Da bin ich jederzeit für dich da und ich freue mich sehr. Und wie es hier mit dem Podcast weitergeht, es ist tatsächlich so, dass ich auch 40 Stunden Job habe und nicht nur Podcast mache, sondern ich muss irgendwo auch gucken, dass ich Geld bekomme. Und deswegen ist es momentan sehr schwierig. Und das bedeutet, ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich immer eine Folge auf Deutsch und eine Folge auf Arabisch raushaue. Leider, das geht aus vielen Gründen nicht immer rund. Das bedeutet, in der nächsten Zeit
kann es natürlich sein, dass vielleicht 2 Folgen oder 3 Folgen auf Deutsch kommen und dann Folge auf Arabisch oder 3 Folgen oder sonst was auf Arabisch und dann 1 Folge auf Deutsch. Da müssen wir einfach gucken. Aber eins kann ich versprechen, das mag ich echt mega, das mit dem Podcast, und ich möchte weitermachen. Ich habe mich echt mega gut gefühlt in der Folge, obwohl ich alleine war. Normalerweise habe ich immer einen Gesprächspartner. Aber ich hoffe, dass die Folge auch bei euch so gut ankam wie bei mir. Und ich kann jetzt nur sagen, macht's gut, Leute. Ich hoffe, euch geht's immer gut. Bleibt gesund und denkt darüber nach, was ich alles gesagt habe. Und ich sage jetzt ciao. Das war's schon wieder mit Deutsch-Arabisch. Bis bald. كان معكم عامر في عربي ألماني. استنونا بالحلقات الجاية.